Zugeschaltet ist die ehemalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder von der CDU. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, grüße Sie. Frau Schröder, Sie haben sich das eben auch gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern angehört. Die amtierende Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die spricht da gleich am Anfang von einem guten Tag für die Freiheitsrechte. Sehen Sie das auch so? Ich würde sagen, Lisa Paus und Marco Buschmann mussten in ihren Statements ja dann zugeben, dass vieles, was im transsexuellen Gesetz jahrelang kodifiziert war und wirklich hochproblematisch war, nämlich zum Beispiel, dass man sich scheiden lassen muss, dass man gezwungen war, sich sterilisieren zu lassen, wenn man wirklich sein Geschlecht ändern will, dass das ja schon lange nicht mehr gilt. Zugegebenermaßen war es das Bundesverfassungsgericht, dass das oft in vielen Fällen erzwungen hat. Da haben auch insbesondere meine Partei hätte da auch ohne das Bundesverfassungsgericht früher reagieren können, aber dennoch steht ja fest, was jetzt nur noch vorgeschrieben ist, sind die zwei psychologischen Gutachten und die sollen jetzt abgeschafft werden. Und da muss ich Ihnen sagen, bin ich kritisch, diese Gutachten abzuschaffen. Warum? Bisher liegt das ja vor, jetzt durch das geplante Gesetz soll man den Geschlechtseintrag einfacher per Selbstauskunft beim Standesamt ändern können. Also ein solches Gesetz macht es den Menschen, die das möchten, doch einfacher. Ja, das kann man so sehen. Aber man kann natürlich auch sagen, die Tatsache, dass wir bisher zwei Gutachten verlangt haben, die ja auch feststellen sollen, dass das wirklich ein tief verankerter Wunsch ist, der tief im Menschen drin ist, der sich vermutlich auch nicht mehr ändern wird, die haben ja gewiss, dem liegt ja quasi der Gedanke zugrunde, dass Transsexualität ist etwas, das im Menschen so tief drin ist, dass wenn er in falschen Geschlecht leben muss, dass wirklich ein Leben im Falschen ist. Und in meinen Gesprächen mit Transsexuellen bin ich ja wirklich überzeugt, so ist das. Und deswegen war es gut, dass wir das als Gesellschaft endlich anerkannt haben. Wenn wir jetzt aber wieder sagen, die Gutachten brauchen wir gar nicht mehr, es reicht eine einfache Erklärung beim Standesamt, dann finde ich, dass wir das gewissermaßen wieder bagatellisieren. Dann machen wir es rein von der situativen Befindlichkeit abhängig. Wer weiß, ob dieser Mensch sich gerade in einer psychischen Krise befindet und deswegen diesen Schritt geht. Wir wissen es nicht. Wir verabschieden uns dann quasi wieder davon, dass wir sagen, ja, Transsexualität ist eine psychologische Tatsache, die ist auch nach objektiven Kriterien feststellbar, sondern wir machen es quasi zu einer Bagatelle, die man einfach so vom Standesamt erklären kann. Ich fürchte, dass dadurch die Anerkennung, die Transsexualität zum Glück inzwischen gesellschaftlich erfährt, dass die dadurch wieder leiden wird. Besonders heftig diskutiert wurde ja darüber hinaus auch noch, dass das Gesetz nun schon Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit gibt, ihren Geschlechtseintrag selbstständig ändern zu lassen. Also auch ohne Zustimmung der Eltern, haben wir gerade noch mal gehört. Ist das aus Ihrer Sicht zu früh für eine dann möglicherweise wirklich weitreichende Entscheidung? Man kann ja argumentieren und sagen, hier geht es doch nur um den Namen. Und auch das ist ja wieder rückgängig machbar. So könnte man das ja quasi versuchen, als etwas Geringfügiges darzustellen. Die beiden Minister haben ja auch in diese Richtung argumentiert. Aber man muss natürlich die gesamte Debatte sehen. Die gesamte Debatte ist so, dass wir zum einen gerade bei Mädchen, die sagen, wir wollen gerne das männliche Geschlecht annehmen, dass wir da einen wahnsinnigen Anstieg haben. Teilweise um 1000%, in manchen Ländern sogar um 5000%. Jetzt glaube ich auch, dass darunter einige Mädchen sind, die vor einigen Jahren vielleicht sich noch nicht getraut hätten, diesen Schritt zu gehen, die ihn jetzt gehen, und dann ist das etwas Gutes. Ich muss aber auch sagen, bei einem derart drastischen Anstieg bin ich skeptisch, ob das wirklich in allen Fällen wirkliche Transsexualität ist, die sich jetzt offenbart, sondern mein Verdacht ist, der ja auch von vielen Kinder- und Jugendpsychologen geteilt wird, dass dies auch ein gewisser Hype ist und dass dies Kinder, die Pubertierende, die eh psychologisch in Erfindungsphase sind und dann auch leicht beeinflussbar sind, dann eben diesen Weg gehen. Und dann muss ich sagen, dann finde ich das schon problematisch. Jetzt kann man sagen, mein Gott, einen Namen ändern, das kann man ja auch wieder zurückführen. Aber man muss ja auch die medizinische Debatte drumherum sehen. Es gibt einige, die propagieren, dass man auch in diesen jungen Jahren schon Pubertätsblocker gibt, dass man sich also die Pubertät gar nicht erst einsetzt. Auch da erkenne ich an, die wirklich transsexuell sind, da ist es wahrscheinlich etwas Gutes, Pubertätsblocker zu geben, weil man damit wirklich quasi eine Entwicklung in das falsche Geschlecht hinein erspart.
Aber ich bin eben, wie gesagt, skeptisch, dass wirklich es derart drastisch ansteigt. Ich habe die Sorge, dass wir dann oft Pubertätsblocker geben werden in Fällen, wo das dann später bitter bereut wird. Und das wird jedem klar sein, spätestens Pubertätsblocker sind nun wirklich nicht mehr so einfach rückgängig zu machen. Vielleicht ganz kurz noch. Das Gesetz, da stehen ja explizit keine körperlichen Maßnahmen drin, also Operationen. Das wurde auch noch mal betont in der Pressekonferenz. Aber gehen Sie davon aus, dass das Gesetz dann auch dazu führt, dass sich viel mehr Menschen nach der Änderung des Geschlechtseintrages dann auch noch mit allen Folgen zu einer Umwandlung entscheiden und das dann später möglicherweise bereuen? In dem Gesetz ganz richtig, da geht es erstmal nur um den, soll es wohl erstmal nur um den Namen gehen und um den Eintrag im Standesamt. Aber die Gesamtdebatte ist ja die, in dem medizinisch wird diskutiert, ob man öfter diese Pubertätsblocker geben sollte. Teilweise ist das auch heute schon Praxis und ob man dies öfter machen sollte oder ob es vielleicht eben die Argumente dagegen sprechen, die ich eben genannt habe. Und natürlich, je einfacher man den Weg macht, je mehr man sich davon verabschiedet, auch psychologische Gutachten zur Rate zu ziehen und damit objektive Kriterien, umso größer sehe ich die Gefahr, dass insbesondere Jugendliche hier einen Weg gehen, den sie später bitter bereuen. Sagt die ehemalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit.